und willkommen zu den Devlog News. Hier ist wieder euer DJ Remade 5 und ja, es geht los mit der SU 27 SM Flanker. Ne? Flanker, also das NATO-Name. Die Russen sagen da aber anders dazu, ne? Muss man dazu sagen. Ja, endlich bekommen wir dieses Monstrum auch mal rein mit den tödlichen Raketen, die es dazu halt gibt. Aber erstmal gehen wir hier alles durch und Video muss auch sein. Ne? Ja, wilder Flanker. Wilder Flanker. Boah, die ganzen Aufhängungen, Leute, zieht euch das rein. Alter! No ever, ey. Also, es gibt die Flanker oder Flanker ist ein Jet, den ich über alles liebe, schon seit Kindeszeiten an. Das Ding ist einfach so geil. Vor allem die Menge der Aufhängungen. Es ist einfach wunderschön. Gut, aber trotzdem gehen wir mal die Daten hier durch, ne? So, wir haben hier, also wie gesagt, für, ja, UdSSR, eigentlich stimmt das schon gar, obwohl, ne, Zeitrahmen, doch, zum Zeitrahmen war noch die UdSSR. Boah, das weiß ich gar nicht mehr so genau. Das könnten wir aber auch sehen, Fluggeschichte. Das neuerdings tue ich das jetzt auch hinzufügen, also, ne, das lese ich euch dann auch gleich vor. Der Text ist nicht so lang und, ne, das mache ich auf jeden Fall bei jedem weiteren Devlog News jetzt neuerdings. So, Features, ARH Luft-Luft-Raketen, 1500 Kilo Bomben, KH-29 Lenkraketen und fortgeschrittenes RWR, sehr schön. So, dann gehen wir hier erstmal die Geschichte durch. Das Modernisierungsprogramm für die alternde Su-27, ach komm, alternd, die ist nicht alternd, die ist geil. Der russischen Luftstreitkräfte wurde Ende 2002 bei der KNAPO, also KNA, ne, ist ja entwickelt. Ich sag Knabo. Ne? Das. Ich kenne den offiziellen Übersetzungsnamen nicht. Keine Ahnung. Also den der offiziellen, ne? Ich könnte ihn auch vielleicht nicht aussprechen. Ziel dieses Programms war es, die Kampffähigkeit des Flugzeugs qualitativ zu verbessern, die Flugleistung zu steigern, seine Einsatzmöglichkeit zu erweitern. Die Su-27 erhielt einen neuen RWR, ein neues Waffenkontrollsystem und ein verbessertes Radar. Mein Gott, ich will hier schnell reden. Für den Einsatz von R-77-Raketen. Ja, da sind die Monster, ne? R-77. Wir haben sie schon im Spiel, aber auch nur bei einem Premium-Flugzeug. Und das gab es zu irgendeinem Event. Und ja, nicht jeder hat es bekommen. Luft-Boden-Raketen sowie Lenkbomben KAP-500KR und KAP-1500KR. Die ersten serienmäßigen modernisierten Su-27 SM wurden 2003 in Dienst gestellt und sind derzeit, das lese ich ungern, aber derzeit im Einsatz der russischen Luftstreitkräfte, Luftwaffe. Ja, das ist etwas, ja, ich weiß, so eine Maschine ist halt halt zum Krieg machen da, aber es ist halt trotzdem, er sieht wunderschön aus, oder sie, es ist schwierig zu sagen. Ist ein Flugzeug eine Sie oder ein Er? Hm. Das könnt ihr mal in die Kommis reinschreiben, was ihr so glaubt, ne? Das heißt ja das Flugzeug, ne? Oder aber jetzt kommt's, das heißt ja auch der Jet und das Wort der ist schon wieder, ja, doch, es ist männlich. Scheiße. Ja, oder man sagt auch gerne mal die Su-27 SM. So, jetzt sind wir schon wieder bei weiblich. Scheiße, ey. Also. Lernt die Su-27 SM kennen. Einer der besten Jets für den Dogfight im Spiel wird noch besser. Diese moderne Variante der Su-27 erhält R-77 ARH Raketen sowie eine Auswahl an Lenkwaffen für Jagdbombeneinsätze. Heute werfen wir einen Blick auf diesen Jet, also lasst uns eintauchen. Oh, das haben sie schön geschrieben, eintauchen, oh, das haben sie schön geschrieben. Zunächst einmal ist es erwähnenswert, dass diese neue russische Top-Tier-Jet bis zu 6 ARH-Raketen R-77 mit Mittelstreckenreichweite tragen kann. Was absolut Bestie wird in den realistischen Fliegerschlachten, Leute, das wird eine Bestie. Gott, ey, das wird krass. Was es euch ermöglicht, den Luftkampf aus beträchtlicher Entfernung zu beginnen. Zusammen mit den schon bereits bekannten R-27T und ET, R-27R und ER-Raketen sowie der R-73 und ein Helm, was? Da steht es echt, Helmgestützt,
gestützten Zielerfassungssystem. Helmgestützt? Ist das Wort überhaupt? Okay, Leute, das lassen wir mal so stehen, ne? Ja, lassen wir es mal so stehen, echt. Macht dieses S, macht dies die Su-27SM perfekt für den Kampf um die Luftüberlegenheit. Ne? Ja, das klingt schon mal ein wunderbarer Text, ne? Kampf um die Luftüberlegenheit. Das Ding wird echt Bestie. Eine sehr wichtige Verbesserung dieses Flugzeugs ist die fortschrittliche RWR mit informativen Display, auf dem ihr umfassende Informationen über die taktische Situation und unmittelbare Bedrohung erhaltet. Ja, dann lohnt es sich mal wieder Cockpit zu fliegen, ne? Voll im Cockpit hier. Allein schon die Farbe. Wir kriegen das in dieser Originalfarbe. Es ist einfach wunderschön. Er kam nur auf die Farbgebung. Ey, das war eine geniale Idee. Ich mag diese Farbe. Ich weiß nicht warum. Entschuldigt. Ach, Mann. Für die Bodenschlachten hat sich die Su-27SM dramatisch verbessert. Zunächst einmal hat dieses neue Flugzeug... Oh, jetzt hängt es aber wirklich. Die TV-gelenkte Cap 500KR und die völlig neue zerstörerische 1,5 Tonnen schwere Cap 1500KR erhalten, welche das größte Kaliber russischer Bomben dieser Art im Spiel hat. Zusammen mit dem neuen Waffenkontrollsystem ist die Su-27SM mit bis zu 4 Lenkraketen KH-29TE, wir wissen wie schlimm die sind, bewaffnet, zusätzlich zu den Luft-Luft-Raketen oder anderen Waffen. Das gesamte Arsenal der ersten Su-27 steht auch der Su-27SM zur Verfügung, einschließlich der Gleitbomben sowie der konventionellen Brandbomben und ungelenkten Raketen verschiedener Kaliber. Da wollte jemand Kaliber schreiben, oder aber hat dann vergessen, das B zu schreiben, ne? Kalier. Okay, wir sagen Kalier, ne? Wir sagen einfach Kalier. Nein, Kaliber. Und der guten alten zuverlässigen 30mm Gish 30 Kanone. Dank dieser fantastischen Bewaffnungsoption ist die Su-27SM nun der beste Jagdbomber im sowjetischen Forschungsbaum der Flugzeuge. Mit 10 Waffenstationen könnt ihr ausgewählte Setups perfekt für Luft- und Bodenmissionen auswählen, so jede Kombination, die ihr für offen Bedarf braucht. Das ist der absolute Wahnsinn. Leute, 10 Stationen. Ihr könnt so willkürlich miteinander kombinieren. Es wird echt bestialisch. Oh Mann, in den realistischen Panzerschlachten wird es dann richtig hässlich werden. Ich sehe jetzt schon die Beschwerden. Den Text, nehmen wir den jetzt mit? Ich weiß nicht. Ja, komm, den nehme ich mit. Was soll's. Spieltipps von Alex, dem Lead Air Designer. Dies ist ein erstaunliches, universelles Flugzeug mit ausgezeichneten Flugeigenschaften und Bewaffnung. Im Kampf würde ich empfehlen, eine hohe Position einzunehmen, nach dem Feind Ausschau zu halten, mit R-77-Raketen zu üben und Gegenmaßnahmen zu verwenden, während man einen möglichen Angriff mit Luft-Luft-Raketen durch ein 3-zu-9-Manöver versucht. Also versucht auszuweichen. Beim Annähern an den Feind solltet ihr R-73-Raketen auf kurzer Distanz einsetzen und das HMD nutzen, besonders im Kurvenkampf. In den Bodenschlachten ist dieses Flugzeug ebenfalls eine gefährliche Waffe. Geht nicht leichtfertig gegen Luftabwehr vor. Über die KH-29-Rakete oder den neuen Cap 1500 werden den Feind nicht kalt lassen. Auch wenn kein direkter Treffer erzielt wurde. Ja, das steht, das stimmt. Ja, um dieses glorreiche Flugzeug natürlich schnell erforschen zu können, könnt ihr euch natürlich, na gut, für die Anfänger hier ganz neu, ne, alle, die ganz neu frisch mit dabei sein wollen und dabei sind oder so und noch nicht richtig vorankommen, könnt ihr euch halt hier den Anfänger-Pack, den Starter-Pack hier kaufen für 8 Euro. Ne, da ist ein T-126er Panzer dabei, der ist Rang 2. Und die Sikorsky, was absolut... Ich sag's wie es ist, Leute. Ich flieg sehr selber. Die Sikorsky ist ein Monster. Auch wenn sie nur Rang 1 ist. Aber sie hat ein Rating von 2-0. Sie ist eine Bestie. Und sie bleibt eine Bestie. Sie ist einfach unmenschlich. Und ja. Also, ne, okay, das Flugzeug ist eine I-153, ne? M-62. Aber trotzdem, Sikorskys
Ja, trotzdem, dieses Flugzeug ist einfach eine Bestie, muss ich sagen. Also mit diesen Schnellfeuerer, vier Stück, sieben Kaliber 7, 92 war es, glaube ich, oder 62. Also, ne, das ist schon eine Bestie, das Ding. 7 Tage Premium, 120.000 Silverlines, das ist ein guter Start, muss man sagen. 120.000 Silverlines, ey, komm. Ihr braucht ganz schön lange und so viel zusammenzufahren am Anfang. Der Anfang ist immer der schwerste, selbst wenn ihr Premium seid, ne? Also, ja. Und dann habt ihr hier beides. Erstens gutes Starter-Ding, ne? 120.000 plus nochmal 7 Tage Premium. Also, ne? Und dieses Premium-Flugzeug mit Premium-Panzer am Start. Also, jetzt mal ehrlich, was will man eigentlich noch mehr, ne? Nur so mal als Beispiel. So, oder ihr holt euch halt hier die MiG 23 ML. Für 70 Euro, ja, okay, sehr teuer, sehr hardcore. Nicht mein Flugzeugtyp, ne, muss ich dazu sagen. Ja, das Flugzeug selbst auf Rang 7, Premium-Kontozeit hier 20 Tage, 2500 Golden Eagles obendrauf, ist natürlich auch ordentlich. Ja, aber ist nicht mein Typ, ne, Ich mag Su-27, aber bei der MiG ML hört es bei mir ein bisschen auf. Ne? Die MiG ist nicht so mein Ding. Aber das müsst ihr selber für euch entscheiden, was ihr da nehmen wollt. Oh, ich freue mich auf dich, mein Schätzchen. Allerdings wird es ewig dauern, bis ich erforscht habe. Aber ich werde mich dahinter setzen und ich werde so lange suchten, so lange zocken, bis meine Hände blutig sind und ich dich endlich habe und dann alles vom Himmel pflücke, was geht. Entschuldigt. Ja, Frosch im Hals. Irgendwo kam der her, ne? Vielleicht liegt es auch daran, weil vor mir auf meinem Schreibtisch steht gerade ein Teller mit einer leckeren Pizza. Und ich darauf abwarte, endlich hier fertig zu sein und die zu verspeisen. Ah, lecker. Okay, ich will euch jetzt keinen Hunger machen, ne? Ich schätze mal, aber ich habe schon gemacht. Also, wir bekommen ein mega geiles Monster ins Spiel rein, was natürlich in den realistischen Panzerschlachten auch für, ja, Probleme führt. Ne? Also, liebe Panzerfahrer da draußen, haltet euch bereit. Das Ding wird kommen. Das Ding hat eine Menge Waffen dabei. Das Ding wird eine Bestie. Ne? Absolut eine Bestie. Mit dem, ja, das wird schon hart. Aber die Luftkämpfe werden auch nicht ohne, wenn man dann mal überlegt, 10 Stationen, wenn ich überlege, ich könnte mir 4 Stück von den R-77ern dran packen, dann mache ich mir noch ein paar R, keine Ahnung, vielleicht die R-23 oder die irgendeine R-27 noch unten drunter und dann einfach wusch, zock, ne, einfach durchziehen, ja, einfach durchziehen, das Ding ist einfach geil, das wird spaßig werden, das wird richtig spaßig. Na gut, wenn euch die Information hier gefallen hat, Like, Abo da lassen, ne? Das wäre ganz nett. Und ansonsten wünsche ich euch noch viel, viel Spaß. Es kommt noch mehr Deathblock News heute raus. Dementsprechend, ja, wenn euch noch mehr interessiert, ne, was noch so alles kommt, dann bleibt dran. Ne? Und ja, wenn nicht, dann viel Spaß noch beim Zocken. Ne? Jo. Also, wir hören uns. Bis dann. Ciao.